jetzt geht's los. Oh, scheiße. Was geht? Willkommen zu einem neuen Motovlog. Ich freue mich gerade richtig, wieder mal einen zu machen. Ist ja schon echt Ewigkeiten her, dass ich einen gemacht habe. Habe einiges an der Karre verändert. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt auf YouTube. Anderes Design jetzt. Es ist jetzt so ein Türkis, Metallic Silber Stuff. Sieht richtig geil aus, zeige ich euch gleich mal. Ich bin richtig zufrieden mit der neuen Folierung. Ihr kennt bestimmt das alte Folierungsvideo noch von mir. Da habe ich das quasi in so einem, ja, Bronze, Schimmer, Orange, so Flipflop-mäßig gemacht. Sah auch richtig geil aus. Aber nach einem Jahr hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf und jetzt habe ich eine neue Folie bestellt und habe mir diese hier gegönnt. Dieses Türkis ballert auf jeden Fall richtig geil und passt richtig, richtig geil zum Orange. Und was ich auch noch gemacht habe, ist der Lenker. Da habe ich jetzt mal endlich den Powerpass-Lenker geholt. Die Griffe habe ich neu gemacht. Die sind jetzt auch orange, auch mega geil. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich hier die Hebel, jeweils Bremshebel und Kupplungshebel, die muss ich noch machen. Da hätte ich gern eigentlich am liebsten sogar so ein Türkis eigentlich. Das Problem aber bei mir ist jetzt mit dem Bremshebel zum Beispiel, ich habe mir schon mal einen bestellt. Ich weiß nicht, was für einen Hebel ich hier dran packen muss, weil... Das Problem ist nämlich, der Vorbesitzer hat hier eine andere Bremsanlage dran gemacht. Und ich weiß zum Verrecken nicht, was für eine Bremsanlage das ist und ich war bisher zu faul, um den die Länge zu messen, womit der Hebel hier reinpasst. Deswegen muss ich da mal schauen. Aber sonst, türkiser Hebel wäre doch richtig geil. Jeweils Bremshebel und Kupplungshebel wäre schon ganz schön sexy. Ansonsten freut sich echt, wieder mal auf dem Bike zu sein mit euch, Leute. Und was ihr vielleicht auch noch nicht mitbekommen habt, oder vielleicht hört ihr es auch schon, ich habe mir einen neuen Pod geholt, beziehungsweise einen anderen. Bisher kennt ihr nur den Sound von dem Remus-Pod. Und ja, jetzt habe ich halt einen Leowinds-Pod drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Leowinds gefällt mir nicht optisch, aber soundtechnisch ein bisschen besser, weil der einfach brutal geil laut ist und auch noch so einen schönen, dumpfen Sound hat, also gefällt mir richtig gut. Der Remus war mir tatsächlich ein bisschen zu leise. Wäre der echt noch ein bisschen lauter gewesen, hätte mir das echt noch viel besser gefallen, weil von dem Sound an sich gefällt mir der Remus eigentlich besser, aber die Lautstärke war einfach nicht zufriedenstellend und deswegen der Leowinds sogar mit DB-Killer rockt richtig ab, also kennt euch den Sound, Leute. Einfach nur geil. Holy shit, sage ich dazu nur. Holy fucking shit. Ja, also ich würde sagen, die Mango Machine hier läuft richtig gut. Und ich bin echt froh, mal wieder auf dem Bike mit euch zu sein. Einfach mal ein bisschen das Leben genießen, ein bisschen die Sonne genießen, die aktuell ja so viel unterwegs ist. Und da wir alle irgendwie mehr oder weniger in Quarantäne stecken, hat man jetzt ja nicht wirklich die Möglichkeit, noch irgendwas zu machen mit Freunden und so weiter. Zumindest nicht viel. Von daher gönne ich mir ein bisschen Bike-Time und ich hoffe, euch gefällt auch das neue Setup von der Kamera, weil die hängt jetzt nämlich oben am Helm und nicht mehr unten am Helm. Ja, genau. Schon ganz schön nice. Ansonsten muss ich euch gleich mal einfach das Bike mal zeigen, weil, also sie sieht einfach so geil aus, das finde ich aktuell. Ich finde, sie könnte hier und da noch ein paar Sticker vertragen, ja, aber sonst finde ich, bin ich echt absolut zufrieden mit dem Look vom Bike. Das ist einfach nur absolut geil und ich finde die SMC so oder so schon mega nice und dass sie jetzt noch eben die schöne neue Folierung hat, einfach nur geil. Die habe ich übrigens auch selber gemacht, aber dazu habe ich jetzt leider kein Video gemacht. Verzeiht es mir, Leute, da war ich ein bisschen zu gierig. Ich wollte einfach die Folierung sehen, wollte sehen, wie das aussieht und ich bin echt mega happy damit. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, ich habe hinten in meinem Rucksack noch ein Mikrofon drinne. Mal einfach als Test und ich hoffe, dass ich damit den Sound von der Karre so ein bisschen besser reinkriege. Weil ich würde echt gerne, dass ihr gleich einfach mal so ein bisschen den Sound genießen könnt, wenn ich gleich mal ein bisschen Gas gebe. Ich fahre die gerade noch ein bisschen warm. Und ja, dann hoffe ich, dass der Klang einfach richtig, richtig geil wird. Ich habe aktuell auch meinen Crosshelm an und bin da auch gerade so ein bisschen am Hoffen, dass das auch funktioniert mit dem Setup, mit dem Mikrofon und meiner Stimme. Deswegen gebe ich gerade noch nicht so viel Gas damit.
der Wind nicht so heftig ist. Aber ich habe da jetzt auch so ein bisschen Equipment dran gepackt, dass das halt ein bisschen besser ist mit dem Wind. Aber man weiß ja nie, deswegen lieber weniger Wind als mehr. Und ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Und da würde ich sagen, gleich hier geht es nämlich auf die Landstraße. Und da werde ich auf jeden Fall, wenn ich Platz habe, ein bisschen Gas. Oh, okay, jetzt geht's los. Oh, scheiße. Fick dich, Alter. Ist das geil, Mann. Junge. Ich hab nicht mal Vollgas gegeben und die geht einfach hoch, Digga. Das ist so hart, Mann. Scheiße. Ah, Leute, ist das geil, Alter. Auf dem Bike ist einfach beste Zeit. Junge, das ist hart, Alter. Ich kann einfach nicht aufhören, den so geil zu finden. Ich weiß nicht warum, Alter. Ich würde mir nur wünschen, dass das Sound ein Ticken dümpfer wäre. Also nicht dümpfer, dumpfer. Das wäre für mich noch traumhaft. Ein Ticken dumpfer und es wäre perfekt. Also wirklich absolut perfekt. Weil der ist so mir ein bisschen zu hell und ja, knatterig. Also darf schon scheppern, ne? So ist es ja nicht. Darf schon gut knattern. Aber so ein Ticken dumpfer noch und ich glaube, die Karre würde so böse klingen, also wirklich böse, böse. Weil so klingt die halt, die scheppert halt, ne? Also schepper, 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 schepper. Der ist halt geil. Aber böse ist halt auch geil. Naja. Puh, oh, irgendwie lenkt sich die Karre ein bisschen schwer heute. Boah. Vorne, ja, wie geil ist das, nice, Alter. Hab ich auch noch nicht gesehen. Hey, ist ja nice. Was ist denn das für eine Street hier? Hier bin ich auch noch nicht lang gefahren. Zeit mal einen kleinen Wheel zu poppen. Geil, Alter. Lenken auf jeden Fall, weil ich auch noch arbeiten muss, deswegen habe ich jetzt den Niklas mal nicht gefragt. Und Niklas, wenn du das siehst, tut mir echt leid, Alter, aber ich wollte echt nur ganz kurz raus, das Vlogging Setup testen, sonst eigentlich nicht großartig viel machen. Und der nächste Vlog wird auf jeden Fall mit dir zusammen sein, weil das ist die Tradition. Übrigens, Leute, weil ihr jetzt noch nicht mitbekommen habt, der Niklas hat jetzt ein neues Bike, by the way. Aber ich würde sagen, erstmal zeige ich euch dann mein Bike, das habt ihr auch noch nicht gesehen, im neuen Design. Natürlich könnt ihr mein Bike schon richtig geil auf Instagram sehen, also da habe ich schon viele Bilder gepostet. Deswegen, ich verlinke mal kurze Eigenwerbung, nur 5 Sekunden, meinen Link, beziehungsweise mein Instagram-Profil. Und schaut mal rein, würde ich sagen. Da ist nämlich richtig viel geiler Content von meinem Bike auch und hauptsächlich von mir, weil ich bin ja auch Videograf und sowas und mache da auch so ein Zeug. Aber hier ist sie, die SNC, Leute. Geil, oder? Also ich liebe es. Ich will da noch was an der Schwinge machen. Ich will da eigentlich noch die Bremssättel umlackieren oder sowas. Fußrasten, Bremshebel muss noch gemacht werden. Federbein, beziehungsweise die Feder an sich. Die Farbe würde ich auch noch gerne ändern eigentlich. Hier, das ganze Silberzeug muss eigentlich weg. Ansonsten finde ich, also ich bin eigentlich schon echt sehr, 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 sehr zufrieden. Aber wie gesagt, ein paar Sachen müssen noch geändert werden, ansonsten wirklich bin ich mega happy und ich kann euch nur empfehlen, dieses Bike mal Probe zu fahren, weil es ist echt fucking geil, es ist so, so geil. Und ja, ich will auch gar nicht so viel quatschen, ich will eigentlich fahren, Leute, deswegen steigen wir wieder auf und fahren weiter. Oh. Oh. Böse, Mann, so böse der Sound. Also Leute, ich bin kein Wheelie-Profi, ne? Ich glaube, meine Wheels sind auch noch nicht so hoch. Ich traue mich auch noch nicht bis zum Kipppunkt. Aber es macht einfach Spaß und die hier zu... Boah, das
macht einfach Spaß. Und die hier zu wheelen ist eigentlich echt nicht schwer. Es bockt einfach nur heftig. Aber ich muss gleich mal unbedingt meinen Reifendruck checken, weil der geht ja mal gar nicht klar, Alter. Ja, Leute, echt, ich hoffe echt, der Sound ist akzeptabel. Ich finde es echt schwer, einen geilen Sound hier hinzukriegen. Vor allem, ich kann ja nicht über Sena sprechen und das aufnehmen. Ach ja, auch geil, Leute. Der Leo Vince im Vergleich zum Remus, der macht einfach Fehlzündung. Auch richtig geil. Die sind zwar nicht super laut, beziehungsweise ganz selten kommt mal eine richtig geile, laute Fehlzündung. Aber man hört dieses flop, 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 wenn man halt natürlich bei Drehzahl runtergeht, ne? Ist schon nice. Schon sehr, sehr nice. So, Leute, gönnt euch mal den Sound hier zwischen Häuser rein. Also, der ist gut. Oh Mann, Alter, ist das geil. Da ich hier durch die Wände von den Häusern, das schallt nochmal so zurück, Alter. Ist das geil, Mann. Also, je enger, desto besser. Okay, sorry Leute. Aber es ist auch Freitagmorgen, also die meisten sind arbeiten. Ich hoffe, ich fuck hier keinen ab. In meinem Genuss des Sounds. Junge. So, Freunde, ich würde sagen, das heutige Video ist hiermit beendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch mal so ein bisschen mitnehmen beim Fahren und so. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, beim nächsten Motovlog oder beim nächsten Video, wie ich euch irgendwas bei Premiere Pro erkläre oder was auch immer, scheißegal, Hauptsache es macht Bock. Und vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht das Video zu teilen, wenn es euch sehr gut gefallen hat sogar. Das würde mich mega freuen, wenn wir diese Community hier so ein bisschen pushen könnten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Jungs und Mädels, bis dann. Euer Mangoboy! Euer Mangoboy! Tschö!